Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück in SSO. Ach, jetzt war es aber schwer irgendwie. Jetzt wollte ich schon ganz anderen Namen sagen. Na gut. So, wir gehen nach Fort Pinter. Fort Pinter. Zum Strand zu, wie heißt er noch? Tim. Genau. Und gucken mal, wie wir ihm weiterhelfen können. Ich hoffe mal, dass jetzt heute nicht mehr so mega viel bei ihm los ist, dass wir da ein bisschen mehr Platz haben. Wir schauen mal. Ja, wir können eigentlich gleich hier runter. Ne? Ja. Auch wenn ich die Treppen mal so gar nicht mag. Und ist da... Da ist immer noch so viel los. Och, Leute. Das ist ja... Ist ja krass. So... Und gleich haben wir es geschafft, hier runterzukommen. So. Okay. Dann. Wollen wir mal gucken. Ach, so voll ist es aber nicht. Das geht ja. Das hält sich ja echt in Grenzen. Einen guten Tag, Herr Tim. Peace, alles easy. Also hey, welchen Lauf du da hingelegt hast. Wie von der wilden Möwe gestochen. Fantastisch. Mädchen, als Dank für deine Hilfe habe ich was für dich. Kleines Geschenk. Du bist doch ein Goldstück. Nein, nein, kein neuer Drink. Viel, viel besser. Okay. Bitteschön, gern geschehen. Hoffe, es gefällt dir, das Geschenk. Das hoffe ich doch auch. Ein schönes Stück für warme und sonnige Tage am Strand. Und wie sieht das aus, das schöne Stück? Hui, sieht wirklich toll aus. Aber die Werte sind, ja, nicht so gut. Okay, da haben wir jetzt Dailies. Ah, okay. Gefaltet sieht es doch viel besser aus. Neue Badehandtücher im Anmarsch, der Barkeeper am Strand, Wasserbälle. Und was ist das hier? Willst du nochmal? Easy, Mädchen, easy. Klar kannst du nochmals eine Runde drehen. Also, Schnauzen, Hufe und Ohren bereit. Ach, das ist jetzt das Rennen. Okay, kann ich bei ihm irgendwas bekommen, was ich brauche? Sprich, Items, die ich eintauschen kann oder so? Ich würde jetzt eigentlich ungern mit euch die Dailies machen. Hallo? Hast du gar nichts? Bist du gar kein Verkäufer? Okay, ich würde sagen, die Dailies mache ich dann einfach offscreen, denn das wäre jetzt total lahm, die Sachen nochmal zu machen. Und ich würde mich dann jetzt eigentlich weiter um... Idris kümmern wollen. Vorgeschmack auf den Zirkus bei Idris. Genau, dann nehmen wir nämlich jetzt den Abholservice und gehen zu Idris und schauen mal, dass wir da weiter vorankommen, dass wir da auch die Questreihe einfach abschließen können. So, schauen wir mal. Und dann haben wir ja noch, bereite die Jagd vor. Ach genau, genau, die Schatzjagd bei Felix. Das ist ja auch noch die, Quest für die, für den Midsommer. Die müssen wir auf jeden Fall auch noch, machen. Aber für die Quests haben wir ein bisschen Zeit. Ich habe gelesen, dass man, oh verdammt, dass, das Event, also das Midsommer, die Quest bis zum 20. Juni, glaube ich, können wir die absolvieren. Also macht das gar nichts, wenn wir jetzt hier zwischendrin mal eben schnell Idris weiterhelfen. So. Herr Idris. Was für ein Zirkus. Ich habe die Vorstellung noch nicht fertig, aber vielleicht willst du ja mit deinem Pferd mal auftreten. Du kannst jederzeit zum Üben herkommen. Ich möchte Artisten aus der ganzen Welt auftreten lassen. Vielleicht wirst du einer von ihnen. Ja, vielleicht. Vielen Dank für die Hilfe mit dem Zirkus. Hier bekommst du ein kleines Geschenk, einen wunderschönen Hut, als Dank für deine Hilfe. Danke. Oh je, ja, wunderschön. Oh, Idris, das ist, toll. Was kostet das? Kann ich den verkaufen? 900! Idris, der ist wunderschön. Den verkaufen wir. Für 900. Das ist ja wunderbar. Okay. Um in den Zirkus und auf den Jahrmarkt zu kommen, braucht man immer ein Ticket. Egal, ob es eine Vorstellung gibt oder nicht. Das Ticket öffnet dir die Tür zu der magischen Welt des Jahrmarktes. Das Ticket, das ich dir hier anbiete, ist ewig gültig. Du musst es beim Eingang ziehen. Willst du das Ticket haben?
Na klar will ich das haben. Bitte sehr, Brielle. Fühl dich wie zu Hause. Willkommen in meiner Welt. Dankeschön. So, darf ich jetzt in den Zirkus? Jawohl. Wir sind im Zirkus. Okay. Das ist ja auch cool, sich mal so zu sehen, ne? Es ist natürlich jetzt voll schwer, das zu steuern. Aber, cool. Coole Sache. Oh, was sitzen da denn für Leute? Die haben ja ganz leuchtende Augen. Was ist das? Moment, was ist das? Ach, guck mal. Oh, da kann man... Okay, so Dinge machen. Mhm. Und hier? Noch ein. Bleiben die ewig? Nee, die gehen dann wieder weg, ne? Kann ich also durchspringen? Oh, da war ich zu langsam. Okay. Ist ja cool. Und hier? Hallo? Ich muss an den Knopf. Der ging doch eben gerade noch zum Drücken. Habe ich den schon gedrückt? Nein. Hm, okay. Doch jetzt geht er wieder. War ich zu nah dran? Hm, okay. Dann nicht. Mehr gibt es hier nicht. Dann können wir ja wieder raus. Aus dem Zirkus. So, und dann können wir eigentlich auch schon zu, wieder zu Felix und ihm weiterhelfen. Dann haben wir jetzt ja die Quest um den Zirkus haben wir jetzt ja komplett abgeschlossen. Steve's Farm. So, und da müssen wir jetzt zu Felix. Na, jetzt wollte ich zum Ratsmann. Ich irgendwie verpeilt. So, jetzt bin ich mit den Vorbereitungen fast fertig. Es wird fast genauso laufen wie letztes Jahr. Kannst du mir bei der letzten Aufgabe helfen? Klar. Gut, ich habe nämlich eine Aufgabe, bevor die Schatzjagd beginnen kann. Ich brauche Hilfe dabei, 7 Hinweise zu schreiben. Ein Hinweis für jedes Gebiet, in dem wir die Schätze verstecken. Ich habe schon Papier und Stifte besorgt. Denk dir 7 tolle Hinweise aus. Jeden Tag ist der Schatz an einem anderen Ort versteckt. Okay. Stift. Kann ich das vom Pferd aus machen? Nee. Ey, du stehst im Weg. Geh ich halt hier lang. Ist auch okay. Vier. Und die letzte. So. Dann danke, tolle Hinweise. Das wird einfach spitze. Jetzt geht's los. Sprich mit mir, um die heutige Schatzjagd zu starten. Wenn du nicht verstehst, was du tun musst, kannst du mich einfach nochmal fragen. Und ich erzähle dir mehr. Okay. Die Flut singt im silbrigen Stimme... Nein, mit silbriger Stimme und erschreckt sich von Nord nach Süd. Heute ist der Schatz in dem Gebiet versteckt, zu dem ich dir gerade den Hinweis gegeben habe. Finde den Schatz und bring ihn zu mir. Die Flut singt mit silbriger Stimme und erstreckt sich von Nord nach Süd. Silversong Fluss. Ja, natürlich ist Silversong Fluss, ist ja ganz klar. Er streckt sich von Nord nach Süd, das ist also das hier, ist ja klar, ne, Silversong.
Was waren das jetzt noch? Ich muss mal eben schnell das nochmal lesen. Also die Flut singt mit silbriger Stimme, erstreckt sich von Nord nach Süd. Die Flut. Die Flut. Ah, ich würde mir eben nach Vale rübergehen. Und ich glaube, also wenn das was mit der Flut zu tun hat, dass das eventuell der Dings sein kann. Der, na, Wasserfall. Ah, ich habe heute Wortfindungsschwierigkeiten. Der Wasserfall könnte das sein. Das könnte mit Flut gemeint sein. Aber ich kann mich auch täuschen und da viel zu viel reininterpretieren und es kann einfach nur der Fluss gemeint sein. Wir gucken. Auf der Karte wird er ja noch nicht angezeigt werden, ne? Wir schauen hinten am Dings erstmal am Wasserfall. Also hier nicht. Aber es kann auch einfach, wie gesagt, nur der Fluss gemeint sein. Ich würde sagen, wir reiten den jetzt mal lang. Wir haben ja ein ganzes Stück vor uns. Der Fluss ist ja sehr, sehr lang. Und wir müssen immer wieder gucken, wo er denn sein könnte. Das wird nicht angezeigt. Nee, nee, es würde mich auch wundern, was wäre denn das für eine Schatzsuche, wenn man den auf der Karte angezeigt kriegen würde. Okay. Und der ist für jeden Spieler an einer verschiedenen Stelle, also an einer anderen Stelle. Das heißt, man kann sich gegenseitig nicht mal verraten, wo der ist. Das ist ja auch toll. Ich kann mir auch vorstellen, dass der wahrscheinlich eher weiter vorne ist. Und gar nicht hier in diesem Bereich. Oh, guckt mal! Da ist aber ein dicker Stein. Wie komme ich denn da runter? Oh. Nein, 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 das ist. Oh. Kann sein, das geht doch in die Hose, wenn man da einfach so runtergeht. Ist das hier schon der Schatz? Nö. Das war eine Veräppelung. Aber wir scheinen hier dann doch jetzt in dem Gebiet zu sein, wo wir den suchen können. Auch nicht. Mann. Moment, jetzt muss ich hier erstmal wieder rausfinden aus dem Gebüsch. Ah, hier an der Straße wäre auch ein Hinweis gewesen. Aber hier suchen viele. Ja, hier liegt ein versteckter Schatz. Yay! Ich habe den Schatz gefunden. Ich habe den Schatz gefunden. Und dann kann ich jetzt zu Felix zurück. Ja, dann nehmen wir den Abholservice. Geht das Ganze nämlich ein wenig schneller. So. Felix. Nam, Steve's Farm. So, Felix, ich habe den Schatz gefunden. Du hast den Schatz gefunden. Glückwunsch. Nun hast du die Chance, ein Leckerchen oder ein Accessoire für dein Pferd oder eins von zwei Sommer-Items zu erhalten. Es ist möglich, dass du eine der Belohnungen mehrmals bekommst. So sind die Regeln. Hier ist deine Belohnung. Dankeschön. Ein Top. Zeig mal
Und dazu einen Rock oder so, dann ist das doch ein cooles Disco-Outfit schon. Das ist voll süß. Cool. Okay, ja, dann haben wir den Schatz ja schon mal gefunden. Mal eben schnell gucken, haben wir noch irgendwas, was, nee. Schafe, Miete, ach, Ferdinand ist wieder, aber Goldblatttal, da können wir noch gar nicht hin. Einsiedler, okay, alles klar, also Quests haben wir noch mehr wie genug. Okay, ich würde jetzt erstmal den Part beenden und im nächsten schauen wir dann mal, wo wir weitermachen. Also, bis denn, ciao, ciao.